Hi, ich zeige euch heute, wie man den Papierfilter für die große Chemex richtig faltet, weil das auf den ersten Blick nicht immer ganz eindeutig ist. Der Filter kommt eigentlich schon richtig aus der Verpackung raus. Du musst nur darauf achten, dass du eine Seite und drei Seiten zusammen hast und die dreilagige Seite dann nach vorne, dort wo der Ausguss sich befindet, reinsteckst. Und das war's. Und ganz wichtig, durchspülen nicht vergessen.